herzlich willkommen zu Ihrer Resozialisierungsmaßnahme. Mein Name ist Dr. Hirsch und ich freue mich schon auf eine wundervolle Woche voller Liebe und Selbsterkenntnis. Wir werden gemeinsam die 7-Schritte-Maßnahmen durchgehen und am Ende der Woche sind Sie hoffentlich neue und glückliche Fabelwesen, die wir wieder zurück in den Wald entlassen können. Begrüßen wir zunächst einmal unseren Neuzugang. Stell dich doch mal vor. Hallo, ich bin die böse Hexe. Hallo, böse Hexe. Herzlich willkommen. Erzähl uns doch, warum bist du hier? Es war einmal ich und mein Lebkuchenhaus. Ich lebte glücklich und zufrieden. Doch eines Tages kamen diese Rotzbengel und haben angefangen, mein Haus aufzuessen. Das brach mir das Herz. Und als wenn das nicht genug gewesen wäre, haben sie mich auch noch in den Ofen gestoßen. Ich bin gerade so noch entkommen. Ich danke dir. Das ist eine gute Überleitung zu unserem ersten Schritt, Akzeptanz. Also Hexe, erzähl uns doch, was ist wirklich passiert? Aber das ist die Wahrheit. Also ich... Komm, ganz ehrlich, ey. Wir sind Märchenbösewichte und keine Helden. Okay, ganz eventuell wollte ich die Rotzbengel essen. Schritt 2. Lerne zu vertrauen. Schritt 3. Deeskalieren statt massakrieren. Hexe, vor dir steht ein ängstlicher Bauer. Was tust du? Ich weiß genau, was ich tun muss. Schritt 4. Positive Ausstrahlung. Schritt 5. Tu etwas für die Gesellschaft. Nicht, dass diese Pflanzen giftig sind. Ich glaub dir auch und deine gute Tat ist auch damit erfüllt, auch wenn die Hälfte des Dorfes inzwischen Geschichte ist. Aber wir lernen ja aus unseren Fehlern, nicht wahr, liebe Bösewichte? Schritt 6, Annäherung. Oh mein Gott, die Hexe kommt! Komm rein, sie! Lauf um euer Leben! Hilfe! Die Schritt 7. Die Versöhnung. Oh, ich bin so nervös. Die kommen gleich schon und ich habe Angst, dass die mir keine Chance geben. Niemand in diesem Dorf gibt mir eine zweite Chance. Wir sind Bösewichte. Wir brauchen keine zweite Chance. Hier, guck mal. Rekonfisziert. Wir sehen uns dann bei der Sitzung und bringen das Lebkuchenhaus mit. Au!
So, da wären wir am Ende unserer Sitzung. Und ich freue mich schon, von euren Erfolgen zu hören. Böser Wolf, wie war dein Versöhnungsschritt? Na, wir sehen uns dann wieder. Aber Hexe, erzähl mal, wie lief's bei dir? Es lief ganz wunderbar. Ich kann es gar nicht glauben. Ich bin ein neuer Mensch. Ich freue mich so. Wir haben einen Neuzugang. Ich freue mich. Begrüßen wir ihn nochmal.